So, hallo liebe Erstis, bevor wir heute uns den Aufgaben aus dem Studierzeitplan widmen, möchte ich mit dir eine kleine Übung machen. Und zwar brauchst du bei dieser Übung nicht mitschreiben oder nichts aufschreiben, sondern ich habe dir vor den Ferien zu unseren anderen Wortkarten noch drei solche Streifen eingepackt. Ne? Das sind natürlich die nächsten Wortkarten für die neuen Buchstaben, also für das Sch wie schöner. Auch Wörter mit Ö sind dabei. Und als nächstes kommt ja noch der Dodo, also da ist auch noch das D dabei bei manchen Wörtern. Aber ich möchte mit dir jetzt eine kleine Übung machen. Kannst diese Karten. Du kannst diese Übung mitmachen, wenn du möchtest. Dazu solltest du jetzt diese Streifen holen und mal die einzelnen Karten ausschneiden, wenn du das nicht schon gemacht hast. Also einfach die Schere nehmen und durchschneiden. Und das mache ich aber jetzt nicht das ganze Video, sondern ich kürze an der Stelle mal kurz ab. So, ich habe alle Karten ausgeschnitten und ich habe hier noch so kleine Wägen gemacht. Die Wägen brauchst du nicht. Ich möchte jetzt einfach von dir wissen, mit welchem Buchstaben beginnen diese Wörter? Das ist eine Nudel. Mit welchem Buchstaben beginnt Nudel? Nudel. 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 Aha, richtig, mit einem N. Ja? Also mach einfach an der Stelle mit und überleg dir einfach mit mir zusammen, mit welchen Buchstaben die Wörter anfangen. Das hier ist eine Nadel. Nadel und Nudel, fast das gleiche Wort, beginnt auch mit einem N. Richtig. Bloß die Nadel schreibe ich im blauen Zimmer mit einem A, die Nudel mit einem U. Wenn ich überprüfen will, drehe ich einfach kurz rum und kann mir die Lösung anschauen. Okay, gut. Nächstes Wort. Das ist ein kleiner Hund, aber ein besonderer Hund, ein Pudel. Der Pudel. Mit welchem Buchstaben beginnt Pudel? Wir sprechen das Wort mal ganz deutlich in Silben. Pudel, Pudel. Pudel. Oh, wenn ich die Finger vor meinen Mund halte, spüre ich es ganz deutlich. Pudel, das ist ein explosiver Buchstabe. Das muss doch nur das P wie Pepe oder Pape sein. Richtig. Und es geht weiter. Darauf fahren die Züge. Ja, man könnte dazu sagen Gleise, aber die würden mit einem G anfangen. Gleise. Und das sind Schienen. Schienen. Mit welchen Buchstaben fängt das an? Schienen. Wie schöner. Schienen. Richtig. Mit SCH. Alle drei Buchstaben können vorne ins erste Zimmer. Manchmal schafft man es gar nicht, aber so können wir es mal machen. So, das hier ist ein Sch, ne, das ist ein kleiner Hocker für die Füße, nennt man auch einen Schemel. Schemel wie Schienen. Also, das gehört auch hierhin. Schienen, Schemel wie schöner. So, nächste Karte. Das hier soll das sein, was der Schöner am liebsten isst. Der Schöner isst am liebsten einen Döner. Der Döner, den Buchstaben haben wir noch nicht. Deswegen lege ich den jetzt einfach hier an die Seite. Das beginnt mit einem D wie der Dodo. Gut, aber das nächste Wort. Die Schafe. Schafe. Beginnen mit Schafe. Richtig, mit
SCH mit einem Sch. Nächstes Wort. Das ist ein Ruder. Ja, damit kann man Boot fahren. Das Ruder. Ruder beginnt mit einem R, wie Rehre. Ruder. Nächstes Wort. Das sind Flöße. Flöße. Ja, ich habe hier ein Floß. Und wenn ich es in den Wagen schreiben will, muss ich immer die zweisilbige Form bilden. Also Floß und Flöße. Womit beginnt Flöße? Flöße wie Pfeifen mit einem F. Achtung, auch wenn du ein Floß hast, schreib immer die zweisilbige Form. Flöße und die einsilbige Form gewinnen wir, wenn wir das zweite Zimmer vom Anhänger weglassen. Das Flöß natürlich nicht, sondern das Floß. Dann haben wir das normale O. Gut, also Flöße und Floß, den D, D wie Dodo und Döner lege ich mal kurz hier raus, um mehr Platz zu haben. Dazu brauche ich natürlich das F am Anfang. So, weiter geht's mit der Schere. Die Schere, Schere mit N, mit P, P, mit Sch, mit R, mit F. Na klar, mit Sch wie Schere. Nächstes Wort. Das hier ist eine Schale. Ja, wir könnten auch sagen Schüssel, aber wir sagen A-Scha-Schale, weil die Schüssel ist ein schnelles Wort, ein orangenes Wort. Das lernen wir erst später. Schale wie Schere, auch mit Sch. So, das nächste Tier, ja, das hatten wir schon. Diesmal ist es bloß ein Schaf, Schaf, zwei Schafe. Also gehört natürlich auch hier dazu. Dann, das hier sind Kühe, könnte man sagen. Das K haben wir aber noch nicht, das machen wir später erst. Das sind, man sagt auch dazu, Rinder, 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 in, Rin, Rinder. Rotes Wort, aber es beginnt natürlich mit einem R. Also gehört zum R dazu. Nächstes Wort ist das Rind. Ne? Das ist natürlich nur die Einzahl von zwei Rindern oder vielen Rindern, das Rind beginnt auch mit R. Wenn ich es aufschreiben will, schreibe ich Rinder und mache dann den letzten Zimmer weg und dann habe ich nur noch Rind. Ja, Rinder, Rind. Gut, nächstes Wort. Das sind Pilze. Pilze wie Pudel. Pilze wie Pudel gehört zum P. Dann die Flöte. Die Flöte. Flöte. Gehört auch zum Floß, zum F wie Fiefen. Hat auch ein Ö darin, also das O mit Punkten. Ö. Die Flöte, viele Flöten. Und letztes Wort. Eine Feder. Gehört sie zum N, zum P, zum Sch, zum R, zum F. Natürlich zum F wie Feder. So, und damit ist unser kleines Spiel zu Ende. Du kannst natürlich alle Karten umdrehen und schauen, ob du recht hattest. Und so kannst du zum Beispiel die Wörter ordnen. Du kannst zum Beispiel sagen, nach welchem Anfangsbuchstaben funktionieren diese Wörter. Du könntest die Wörter natürlich noch anders ordnen. Zum Beispiel,
welcher nach den blauen Buchstaben? Dann würde zum Beispiel die Nudel mit einem U zum Pudel passen, genauso wie das Ruder. Ja, also die drei wären dann alle mit blau, nach dem blauen Zimmer geordnet mit U. Oder zum Beispiel die Nadel, wie das Schaf und die Schafe alle ein A haben. Genauso wie die Schale und ja, das war's. Oder wir machen es nach Ö, Floß, aber Mehrzahl Flöße, wie die Flöte. Und dann zum Beispiel die Schienen, IE, haben wir nur einmal hier, Schiene. Dafür haben wir aber die E-Sche, Schere, wie den E-Sche, Schemel und die E-Fe, Feder. Schwieriger wird es jetzt bei den roten Wörtern, weil die roten Wörter haben ja noch immer noch beim blauen Buchstaben einen anderen Buchstaben mit dabei. Beim Rind ist es zum Beispiel I und N, also das In, und bei den Pilzen ist es Il. Ja? Also die könnte ich zwar auch ein bisschen zu dem I hier dazulegen, aber na, es klingt ja anders. Es heißt ja nicht Pilze oder Rinder wie Schienen, sondern es heißt ja Pilze und Rinder und es heißt ja auch nicht Schinnen. Also die blauen Buchstaben unterscheiden sich dann voneinander, wenn sie rot werden. Gut, schön, dass du mitgemacht hast. Weiter geht's.